Dann können wir jetzt wieder raus. Hier ist mir nicht nichts mehr. Aus hier. Hallo, du da. Haben Sie die Karte? Ja, ich habe sie. Hier ist Ihr Verliesschlüssel. Wussten Sie, dass sich ein Monster in Ihrem Verlies befindet? Warum? Nein, das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, die Monster kontrollen bei Gringotts wären schärfer. Ich betrachte unser Geschäft hiermit als abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Fertig, Harry? Ich glaube ja. Das kommt mir alles so komisch vor. Er ist nicht in die Falle getappt. Er ist stärker als ich dachte, dieser Harry Potter. Da kommen wir auch wieder zurück zum Unterricht. Professor Binz, hallo. Professor Binz? Und niemand hat je gemerkt, dass ein Kaugummi in Wirklichkeit magisch ist. Oh, hallo Harry. Ich habe die Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer auf, der es jetzt abgebildet ist. Du gibst. Ja, ich denke, es ist dieselbe Karte. Ich glaube, dein Vater würde auch wollen, dass du die Karte besitzt. Yay, Karte gefunden. Vielen Dank, Professor Binz. Der Unterricht ist hiermit beendet. Dir ist klar geworden, dass dir völlig neue Möglichkeiten offen stehen, seit du die Aufgabe von Professor Binz erfolgreich gemeistert hast. Zusätzlich zu deinem Erfolg wartet auch noch eine neue Kartenkombination auf dich. Der Unterricht ist zu Ende. Begebt euch zum Essen in die große Halle. Da! Alles klar, Harry. Lass uns zu unserem Tisch gehen. Denk nicht, ich würde unseren Streit während der Flugstunde einfach so vergessen, Potter. Hier unten bist du viel mutiger, weil jetzt deine kleinen Kumpel wieder bei dir sind, nicht wahr? Mit dir werde ich schon alleine fertig. Wie wäre es mit einem Zauberduell? Heute Nacht und nur mit Zauberstäben. Mit einem was? Einverstanden, ich bin sein Sekundant. Krabs ist mein Sekundant. Wir treffen uns dann heute Nacht im Pokalzimmer. Was ist ein Zauberduell? Ein Kampf mit Zaubersprüchen. Keiner von euch kann gut genug zaubern, um wirklich Schaden anzurichten. Ich werde dich als Sekundant unterstützen. Ich habe mitbekommen, über was ihr geredet habt. Gryffindor wird nur wegen euch Punkte verlieren. Das geht dich nichts an. Wir gehen jetzt besser nach oben und bereiten uns vor. Halt 12. Wir sollten uns besser beeilen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du dazu in der Lage bist, Harry. Du, geh wieder ins Bett. Wenn ihr erwischt werdet, werden wir alle Punkte unsere Punkte verlieren. Hau ab! Na gut, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Die fette Dame, sie ist hier. Sie soll nachts öfters unterwegs sein, ich kann nicht wieder zurück. Das ist dein Problem. Ruhe, ich habe etwas gehört. Ich bin schon seit Stunden hier draußen. Ich hab das neue Passwort vergessen. Das Passwort ist Schweineschnauze. Wir müssen noch weiter, Neffel. Wir sehen uns später. Lass mich hier nicht allein. Und mich auch nicht. Also gut. Aber sei bloß leise. Und schon haben wir ein Gesindel am Hals. Yay. Und wir müssen jetzt zum Pokalzimmer. Das ist im... Ich weiß gar nicht, wie viel in Stock. Hallo Hagrid. Harry, geh wieder ins Bett. Es ist gefährlich. Hier sind Lehrer in der Nähe. Ist ja nicht so, als ob er uns bestrafen könnte. Klaus Pokalzimmer ist hier. Nee, ist ein Geheimgang, der verschlossen ist. Dann ist das Pokalzimmer... Keine Ahnung, wo sind wir? 5. Stock. Da stehen die Lehrerin, oder ist das egal? Im 4. vielleicht? Oder Mrs. Pins? So geil ist einfach dafür. Verschlossen. Ich meine, dass es irgendwo da unten ist. Deswegen. Aha. Da sind wir. Haltet nach Malfoy und Crab Ausschau. Ich glaube, wir können immer wieder rein, also muss ich glaube ich nicht jede einzelne Rüstung absuchen. Da, 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 da.
Wir laufen mal durch. Schnüffel ein wenig herum, meine Süße. Hier müssten sie laut Malfoy irgendwo stecken. Weg hier. Durch den Nebenraum, wo ein Gegenmittel ist, wo nichts mehr ist, wo nichts ist, wo nichts ist, wo nichts ist, doch ein Kesselkuchen ist, wo nichts ist und wo eine Bildkarte ist. Mir gedacht. Lauf dran vorbei. Dreidimensionale Sehen gab's noch nicht. Zack. Haben Sie schon herausgefunden, wie Sie an den Stein der Weisen kommen? Aber ich... Dann sagen Sie mir wenigstens, wie ich an Ihrem Hokuspokus vorbeikommen kann. Das wäre doch Vertrauensbruch. Wir sprechen uns wieder, wenn Sie sich entschieden haben, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen. Zum Glück, Sie haben uns nicht gesehen. Was ist der Stein der Weisen? Ich weiß nicht, aber Snape möchte ihn stehlen. Filch! Wir haben ihn ganz vergessen. Schnell, versteckt euch! Harry, sieh nur. Du solltest keine Witze darüber machen, dass Quirrell stottert. Nein, sie! Weg hier! Da ist mir ja sogar Filch noch lieber als das hier. Warum sperren Sie dieses Monster hier in der Schule ein? Hast du denn nicht die Falltür gesehen, auf der er stand? Er bewacht irgendwas. Ich wette, er bewacht den Stein der Weisen. Es ist gefährlich hier und außerdem ist es schon spät. Lass uns zurückgehen und nachsehen, ob die vierte Dame wieder zurück ist. Rein zufällig wird sie das bestimmt sein. Nö? Ba 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 da dam ba 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 da dam. Ich laufe auf der Stufe von den Lehrern vorbei. Dann finde ich so geil, dass ich den Scheiß interessiert. Und von da rum bin ich in den Nacken rumlaufen. Und Hagrid sagt auch nur, ja, sind Lehrer unterwegs, ich passe einfach mal auf. So geil. Schweineschnauze. Rein mit dem Angeleiner. Wir sollten jetzt wirklich aufhören, über diese Sache zu sprechen. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht, geh ins Bett. Ich auch. Trevor kann nicht einschlafen, wenn ich nicht da bin. Wir sollten mit McGonagall über Snape reden. Ich denke, sie wird uns nicht glauben. Außerdem würden wir damit zugeben, dass wir letzte Nacht durch das Gebäude geschlichen sind. Ja, schon. Aber wir müssen doch irgendwas unternehmen. Wir brauchen noch mehr Beweise, um McGonagall zu überzeugen. Wir müssen herausbekommen, was der Stein der Weisen ist. Gute Idee. Wir fangen morgen damit an. Mir reicht's für heute. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Ron. Du bist von deinem Mitternachtsduell nach Hogwarts zurückgekehrt. Nach Gryffindor zurückgekehrt. Die Hallen von Hogwarts wirken jetzt längst nicht mehr so bedrohlich auf dich. Und die Tage vergehen. 7 Tage vergehen. Ja, jetzt ist bestimmt Halloween schon, oder? Ist das nicht so? Geht die Hermine nicht auf die Nerven? Sie meint, sie wüsste alles. Ist kein Wunder, dass keiner sie leiden kann. Wie können Sie so etwas über mich sagen? Ja, ist Halloween. Schon. Ich glaube, sie hat alles mit angehört. Hast du Hermine Granger gesehen? Ich habe sie eben noch gesehen, aber ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Nun, dann sucht sie. Sucht nach ihr. Alle sollen sich zur Halloween-Party versammeln. Okay. Kein Ding. Versuchst du, dich davon zu schleichen? An mir kommst du nicht vorbei. Bleib hier und nimm mein Bankett teil. Gut, wir können hier nämlich nirgendwo hin. Glaube ich. Können hier in den Nebenraum, Nebenschuppen. Aber hier ist nichts.
Wird bewegen das aus einer Karte. Wir können hier rein. Das ist Filches Büro. Glaube ich. Ist das nicht Filches Büro? Doch, es ist Filches Büro. Jeder Lehrer hat so ein Büro. Man kann nur durchgehen und. So. Kann was machen. Nicht wirklich. Buck hat es gerade gemacht. Ich weiß gar nicht, wovon das ist. Also bei mir auf Ohren. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wir können auch ins Lehrerzimmer gehen. Liegt auch ein bisschen Stuff rum. Das ist eine Quidditch-Kiste, glaube ich. Kamin. Sofa, Sofa. Und so ein Dirt. Ich weiß es aber nicht. Wir können nicht raus. Das heißt, wir müssen am Bankett teilnehmen. Nee. Hä, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn jetzt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wie kann ich denn jetzt nochmal nach oben? Du wirst mir meinen schönen, sauberen Kerker nicht durcheinander bringen. Die Party steigt in der großen Halle, die ich nachher aufräumen muss. Schön. Ich bewache diese Tür, bis das Bankett beginnt. Es darf mir keiner von euch entwischen. Wie will ein Geist mich aufhalten? Frage ich mal ganz cash. Es darf noch keiner hinein. Die Dekoration ist noch nicht fertig. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Keine Ahnung, hin. Darfst du um diese Zeit nicht hier draußen rumlaufen, Harry? Hast du Hermine gesehen? Sie ist in der Mädchentoilette, im ersten Stock und holt sich die Augen aus dem Kopf. Dank euch. Nein, das wollten wir wirklich nicht. Alle in die große Halle, bitte. Die Halloween-Party beginnt. Hermine ist schon vergessen und wir gehen in die große Halle. Troll im ersten Stock. Dachte, alle sollten es wissen. Oh. Vertrauen, Schüler, führt eure Häuser sofort zurück in die Schlafsäle. Wie konnte ein Troll hereinkommen? Vielleicht hat Peeve ihn reingelassen, als Halloween-Streich. Warte einen Moment. Hermine weiß nichts über den Troll. Wir müssen sie warnen. Wir müssen Hermine dringend finden, Harry. Sie muss irgendwo im ersten Stock sein. Na dann los. Dann übrigens, wenn ich rechts entlang gelaufen wäre, wäre der Typ rechts rausgekommen, durch eine Tür. Was macht Snape denn hier oben? Darüber machen wir uns später Gedanken. Lass uns jetzt lieber Hermine suchen. Siehst du das? Ja, es riecht da eine Mischung aus getragenen Socken und öffentlicher Toilette. Vielleicht sind wir in der Nähe von Slytherins. Ron, sieh doch! Wo ist der nur hin? Hilfe! Was war das? Hermine, der Troll hat sie gefunden. Harry, du musst sie retten.